Herzlich willkommen zurück zum Cooking Simulator. Die Vollversion ist endlich draußen und wir können endlich wieder ab in der Küche. Heute wird also wieder ordentlich gebrutzelt. In der Vollversion können wir auch endlich mit der Maus spielen. Das heißt, da wird ordentlich gehackt. Frei nach dem Motto, alles wird aufs Hack gemacht. So, wir starten ein neues Spiel. Wir brauchen kein Tutorial. Wir kennen das Ganze ja schon hier an unserer Küche. Muss ich jetzt wieder die gleichen Sachen machen wie beim letzten Mal? Baked Fraud. Ah, das hatten wir schon mal. Vielleicht kriegen wir es diesmal richtig hin, sodass sie richtig zufrieden sind auch. So, Fraud haben wir. Dann brauchen wir noch Black Pepper, Dill, Dried, Thymian. So weit, so gut. Wir haben jetzt alles da. Jetzt machen wir den Pepper hier mal drüber. Jetzt machen wir es mal anständig. 1, 2, 3, 4, 5. So. Oh, wir brauchen gleich wieder das Bakery Tray. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Bakery Tray, das war hier irgendwie, genau. Ey, hier, dann drauf, Ofen an. Scheiße! Oh, nee, ey, wieso fällt der denn runter? Mach mal rauf. Oh, wir haben keine Zeit. Ey, das hat so gut angefangen, ne? So, jetzt nehmen wir den Trout hier drauf. Schnell. Und jetzt nicht so hastig. Perfekt. An, zu. So, wir können schon mal die Lemon into Quarters hier machen. Da brauchen wir hier so ein Knife. Bap, bap, bap. Scheiße. Oh, scheiße, wann ist der fertig? Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Fuck. Gib mir hier eine Plate, Alter. So, hier, gib her. Jetzt bin ich mal gleich gespannt, ob das richtig gut funktioniert hat. Weil beim letzten Mal haben wir da ja nicht so gut abgeschnitten. Wann ist der denn fertig? Ist noch nicht fertig. Weiter geht's. Das ist aber auch alles stressig. Bin ich ehrlich. Trout ist fertig. Ehre. Wie machen wir das jetzt noch? Achso, wir brauchen hier irgendwie den hier, ne? Genau. Damit kriegen wir jetzt unseren Fisch hier rauf. Ja, nehmen wir so. So, und jetzt bin ich gespannt. Wir haben die Gewürze drauf gemacht. Wir haben es auf Bakery Tray gemacht. Wir haben es gebaked. Dann haben wir den ganzen anderen Shit drauf gemacht. Die Lemon gecuttet. Und jetzt haben wir es auf eine Plate gemacht. Das heißt, wir haben jetzt noch 60 Sekunden Zeit, das von da nach da zu kriegen und ein Foto für Instagram zu machen. Ne? Das müssen wir natürlich nicht vergessen, Alter. Laufen wir mal. Hurry up. Oh, ich laufe einfach mal ganz normal. Ehre. Oh, wie mache ich das? Klasse, safe. Und jetzt bin ich gespannt. Das hat ja richtig gut funktioniert. Guest is please. Richtig befriedigt haben wir den hier. Oh, nochmal. Den ramme ich ein. So, jetzt sind wir richtig gut in der Zeit. Der Lachs läuft hier komplett rein, Alter. Oh, nochmal. Krass. Krass. You've gained enough Laptop, Alter. Neue Rezepte, Alter. Ehre. Oh, guck mal. Geil. Ich habe 3 von 67 Rezepte unlocked, Alter. Und Produkte 7 von 57. Okay, das sind jetzt die Sachen, die ich bisher machen kann. Das sind auch die, die wir schon aus der Demo-Version kennen. Jetzt wollen wir natürlich was Neues lernen. Ich habe jetzt hier 12 Punkte. Das heißt, ich kann jetzt hier eine ukrainische Borscht lernen. Man kann das alles noch upgraden. Okay, dann nehmen wir jetzt mal die ukrainische Borscht. Chicken Broth, Salz, Pfeffer, Beetrot. Achso, rote Beete wahrscheinlich. Beetroot is new ingredient. Carrot can now be found in the shop and in the larder. Alter, er sieht aber auch aus, als hätte er richtig Bock, mir zu helfen. Decorations. Alter, ich kann hier auch richtig rein dekorieren. Das ist ja wie bei House Flipper. Ist übrigens der gleiche Hersteller wie von House Flipper. Nur mal so nebenbei gesagt. Es gibt Cleaning Face. Was ist denn eine Cleaning Face? Das sieht doch hier alles gut aus. Hier muss doch keiner sauber machen. Ich hoffe, das Ordnungsamt kommt hier nicht irgendwann vorbei. Day One. Der Fame ist nach oben gestiegen. Expenses, also Ausgaben, Meals Income, Total Income 72 Kronen da irgendwie oder was. Ja, geil. Oh, für den ersten Tag einiges geschafft. Level up. Ja, jetzt geht's hier mal los. Jetzt können wir hier mal ordentlich reinstochern in die Skill Trees. Press Space to walk faster. Bottles will never break. Nö, das ist ja langweilig. Pick up and carry hot ingredients in your hands. Das ist vielleicht ganz praktisch, hier so ein Heatproof Glove, damit wir nicht immer das Ding da nehmen müssen, wisst ihr? Fairy Touch. Ich glaube, wir gehen heute mit den zusätzlichen Skill Points einfach mal um easy reinzugehen. Das bedeutet, wir können uns einen Schluck Wasser nehmen hier. Level up, level up. Wir machen hier alles auf Cooking Points. Der Rest ist mir egal. Wir wollen hier die neuen Dishes bekommen. So, ja, let's go. Wir wollen hier das nächste Dish machen. Oh, das hatten wir beim letzten Mal auch. Das ist da, wo uns die Platte kaputt gegangen ist. Was soll das? Wir brauchen ein Salmonfilet. Salz und Pfeffer. Jeweils 5 Grams. Achso, das war jetzt hier mit der Pfanne, ne? Wo haben wir die denn gehabt? Hier. Oh, scheiße. Fry for 60 seconds each side. Add to a pot. Ah, dann können wir schon mal hier den anderen Pot nehmen. Und da schnell Wasser reinfüllen. Gib mal Gas. Weiter. Stopp. Oh, stopp. Mann. Jetzt läuft der Hahn hier noch, ey. Mach mal aus.
Mach mal an! 20 Gramm Salz in das Wasser rein. Das sind noch Potatoes, 300 Gramm. Oh, da muss ich wieder jede Potato. Nee, das ist keine Potato. Ah, ich muss schnell zur Pfanne. Umrühren, umrühren. Scheiße, Mayday, Mayday, Mayday. Scheiße. So, wie kriegen wir das jetzt hier? So, geil. So kocht man doch gerne. Schön ordentlich. Schön ordentlich immer alles machen. Alles wird aus Hack gemacht. Sag mal guten Tag, ich hab eine Hackfresse. Weil ich gerne Hack esse. Komm hier ja nicht mit Tofu. Das finde ich doof, du. So, Salmonfilet ist ready. Oh, scheiße. Ja, hat keiner gesehen. Flup. Alter, ist ein Bottleflip. Potatoes sind jetzt gleich ready. Und... Bing. Abgießen. Mach, dass das abgegossen wird. Machen wir anders. Jetzt sind sie abgegossen. Scheiße. Schnell. Kartoffel, Ei. Oh, nee, nee, nee. Oh, die ist dreckig. Ja. Hier rauf. Lasse. Die ist zu hot. Oh. Wenn das jetzt... Na, es wird wahrscheinlich ein paar Abzüge in der B-Note geben, weil jetzt ein paar Fussel vom Boden mit drauf sind. Aber gucken wir mal. Wir sind ja gut in der Zeit wenigstens. Und? Komplett geil, Alter. Schon wieder den Fame komplett hochgesteckt. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein Sternchen. Sind wir jetzt ein Sternekoch? Guest is please. Ja, das war die gewisse Würze vom Boden. Ich hab's gesagt. Oh, nee, nicht schon wieder den Traut. Mann, den Traut, den können wir schon im Schlaf. Weißt du, nehmen wir hier so ein Bakery-Tray. Wo ist das das Ding? Rauf. So, Dill. Thymian. Das ist everyday shit. Was ist denn hier mein Ofen so dirty? Wir legen das hier mal wieder ordentlich hin. Zack. Zitrone. Ey. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. So, hier weg. Oh, oh Alter, wie ich das... Also das kann ich jetzt wirklich im Schlaf, dieses Trout-Ding. Wenn dieser Spruch irgendwann mal passen würde, dann hier, der Lachs löppt. Das haben wir. Und jetzt rüber. Oh, guck mal, wie sich da der... Das Zeug hier, das... Oh, unnormal. 5 von 5. 15 von 15 Sterne, das ist unnormal! Der ist pleased. Ich glaube, der küsst mir noch die Füße, weil ich so geil gekocht habe für den. New Order! Jetzt haben wir das neue. Chicken Broth, 1000 Milliliter. Jo, hau mal rein den Lachs. Warte mal. Add to a pot. Wir brauchen einen Pot. Wir haben hier noch den. Müssen wir den irgendwie sauber machen? Schön hottet Wasser. So. Achso, wir müssen das Wasser da rauskriegen, ne? So. So. So macht man sauber, verstehst du das? So, 1000 Milliliter haben sie gesagt, ne? Ach so, jetzt sind ja zwei verschiedene. Jetzt muss ich rechnen. Ah, Gott sei Dank. Noch ein bisschen. Noch ein Schuss. Ja, noch ein Schuss. Oh, das war schon zu viel. Scheiße. So, 20 Gramm schwarzer Pfeffer. Haben wir. Was brauchen wir noch? 20 Gramm Salt. Schön. Weg. Ansonsten noch... Rote Beete. Das heißt, wir brauchen fünfmal rote Beete. Das ist die Nummer 3, das ist die Nummer 3. Das ist die Nummer 4, das ist die Nummer 4. So, jetzt haben wir die rote Beete drin. Eine Karotte. So, Parsley-Rute ist drin. Alles drin eigentlich, oder? Onion haben wir vergessen. So, und jetzt sollen wir das einfach nur kochen? Ich hoffe, das zerkocht sich da irgendwie. Machen wir an den Laden. Jetzt hat er gesagt 120 Sekunden. Bei 1 Minute und 15 gucken wir nochmal rein. Was können wir denn in der Zwischenzeit denn machen? Haben wir mittlerweile Dartpfeile? Wo sind die Dartpfeile? Ein Koch muss sich auch mal entspannen. New Game. Ich habe keine Dartpfeile. Machen wir so. Gut, das hat jetzt nicht so funktioniert. Also, das sieht ja noch nicht so aus, wie es aussehen soll. Ich glaube, die haben vergessen, ins Rezept zu schreiben, dass ich hier nochmal reinmixen muss. Jetzt hier rein. Oh, das ist zu viel. Kann ich hier irgendwie nochmal zurück? Oh, scheiße. Oh, nee, ey. Jetzt habe ich aber Zeitdruck. 10 Sekunden. Oh, schnell. Oh, die Portion ist zu klein. Scheiße, egal, abgeben. Abgeben, schnell. Schnell. Oh, fuck. Scheiße. Naja, gut. Finish up and start cleaning the kitchen. Junge, ich will hier nichts cleanen. Hier kommt doch niemand vorbei, um mich zu überprüfen, Alter. Und wenn es mal brennt, dann nehmen wir einen Feuerlöscher. Haben wir doch schon gelernt. Mach mal sauber. Hygiene ist wichtig, Alter. Junge, wir wollen hier Money machen. Ich brauche Dartpfeile, ist doch klar. Oh, scheiße, wo kommt das Ordnungsamt?